Getrübte Stimmung bei den Grünen. Für sie ist dieser Europawahltag kein guter Tag. Von einem regelrechten Einbruch sprechen die Kommentatoren, auch die Parteispitze, betroffen. Ich will hier keine Entschuldigung suchen, ich will hier nicht schönreden. Am Ende müssen wir uns überlegen, wie kommen wir wieder raus. Die CDU sieht sich als die Gewinnerin. Ein leichtes Plus im Vergleich zu 2019. Freude über deutschen Rückenwind für die Europäische Volkspartei. Dank aus Brüssel und erste Attacken in Richtung Ampel. Deswegen wäre eine andere Regierung das Beste für Deutschland. Jeder Tag weniger Ampel ist ein guter Tag. Das war heute natürlich eine herbe Klatsche für die Ampelparteien. Es ist insbesondere eine schwere Wahlniederlage für den Bundeskanzler, der ja zusammen mit der Spitzenkandidatin der SPD in ganz Deutschland auch plakatiert wurde. Tatsächlich betretene Stimmung bei der Kanzlerpartei. Europa kein Rückenwind für die SPD. Nein, wir werden dieses Ergebnis nicht ohne Fragezeichen zu stellen natürlich auch analysieren. Aber es geht vor allem eben darum, wie wir unsere Politik mit den Botschaften auch deutlicher machen können, wie wir vor allem auch die Zusammenarbeit in der Ampel neu gestalten. Gewinner die AfD, die Rechtspopulisten mit deutlichen Zugewinnen. Trotz skandalbelasteter Spitzenkandidaten. Was glauben Sie, wie viele Prozentpunkte haben Krah und Büstron gekostet? Also erstmal müssen wir festhalten, dass es nach diesem holprigen Start in den Wahlkampf wir ja extrem gut in den Endspurt gegangen sind. Wir sind der zweitstärkste Kraft. Wir haben 50% Zugewinn mit Abstand und wir sind stärkste Kraft im Osten. Am Abend die Nachricht aus dem Nachbarland Frankreich. Deutlich haben die Rechtspopulisten dort die Wahl gewonnen. Trotzdem auch Europa-Optimismus. Ich glaube, es wird im demokratischen Spektrum Mitte-Links und Mitte-Rechts im proeuropäischen demokratischen Spektrum eine breite Mehrheit von 3/4 der Abgeordneten geben, die Europa stärken wollen. Quo vadis Europa? Wie entwickeln sich die Mehrheiten in der EU nach diesem Wahlabend? Noch liegen nicht alle Ergebnisse vor. Ein Trend ist trotzdem deutlich erkennbar.